In diesem Lehrvideo möchte ich kurz auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union eingehen. Diese Charta wurde feierlich proklamiert am 7. Dezember 2000, ist jedoch erst seit dem 1. Dezember 2009 mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verbindlich. Die Charta lässt sich einmal in einen allgemeinen Teil untergliedern, der mit Artikel 51 der Grundrechtecharta beginnt, und in einen besonderen Teil. Dieser besondere Teil enthält die Grundsätze, Rechte und Freiheiten der Charta. Der allgemeine Teil lässt sich dem besonderen Teil voranstellen und ist zur Auslegung der einzelnen Rechte, Freiheiten und Grundsätze nutzbar. Schauen Sie sich einmal vertieft Artikel 51 der Grundrechtecharta an und Artikel 52 der Grundrechtecharta. Auf Artikel 51 werde ich in den nächsten Lehrvideos nochmal genauer eingehen. Ansonsten können Sie sich überblicksartig einen Überblick über die ersten sechs Titel verschaffen, in der die Rechte, Grundsätze und Freiheiten der Grundrechtecharta geregelt sind.